Hallo, ich bin die Jule von Julexas Nährreich und melde mich heute zurück mit einem ganz neuen Video. Eins meiner Lieblingsthemen ist es, Nähanleitungen zu machen. Und manchmal fragt man sich ja, was kann man seinen Liebsten vielleicht auch schenken, was vielleicht auch selbst gemacht ist. Falls das was für euch ist, dann habe ich was ganz Cooles heute für euch, denn wir werden heute zusammen einen wunderschönen Topflappen nähen. Seid ihr schon gespannt? Dann bleibt dran! Aber was brauchen wir überhaupt, um Topflappen zu nähen? Wir brauchen einen passenden Baumwollstoff oder Leinenstoff. Auf gar keinen Fall synthetische Stoffe bitte benutzen, die dehnbar sind. Da schmelzt euch dann der Topflappen weg, wenn ihr einen heißen Topf draufstellt. Wir brauchen passendes Garn. Wir brauchen Thermolam. Thermolam ist dafür da, dass wir im Prinzip die heißen Töpfe auch wirklich draufstellen können und unsere Arbeitsfläche dann nichts passiert. Eine passende Schere oder ein Rollschneider. Ich arbeite am liebsten mit dem Rollschneider. Wir brauchen auf jeden Fall Stoffklammern oder Stecknadeln. Und wir brauchen natürlich ein passendes Schnittmuster. Und jetzt schneide ich das Ganze einmal zu. Ich habe jetzt einmal alles fertig zugeschnitten. Habe jetzt zwei Schichten Thermolam, zwei Schichten Baumwollstoff. Hier ist das Stück für den Aufhänger des Topflappens. Und was ganz wichtig ist, bevor ihr anfangt mit Nähen, wechselt unbedingt auf eine Universalnadel. Ich werde jetzt einmal alles bügeln und dann geht es weiter mit dem Aufhänger. Der Aufhänger wird folgendermaßen genäht. Ihr knickt zuerst einmal das Ganze hier in der Mitte. Drückt euch gut drauf, dass man dann die Falz in der Mitte auch gut sieht. Wer möchte, kann das natürlich auch bügeln. Dann sehe ich hier diesen Knick. Dann falte ich einmal das zur Mitte, diese Seite. Falte die andere Seite, also es ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, ja. Falte diese Seite genauso in die Mitte. Und vielleicht könnt ihr es euch auch schon denken. Dann faltet man zum Schluss das einmal so zusammen und legt die aufeinander. Und dann macht man die fest. Ihr könnt das gerne jetzt mit Stecknadeln oder eben den Stoffklammern machen. Ich mache das mit Stoffklammern. Hier sieht man nochmal, dass man das ganz gut falten kann. Und dann hat man zum Schluss, sieht das so aus. Da könnt ihr gerne nochmal drüber bügeln, wenn ihr das vorher möchtet. Und dann wird das hier ganz knappkantig an dieser oberen Kante einmal festgesteppt. An meiner Veritas Isabel nähe ich dann den Baumwollstoff mit einem Gradstich, der schon voreingestellt ist, und nähe mit einer Stichlänge von 3. Der Gradstich ist nicht dehnbar, das passt aber auch, weil unser Baumwollstoff es auch nicht ist. Mein Aufhänger für meinen Topflappen ist fertig. Ihr seht, das ist richtig schön, richtig toll geworden. Der wird nachher so zusammengeknickt und ich habe hier eine wirklich große Schlaufe, um meinen Topflappen aufzuhängen. Ich werde jetzt einmal drüber bügeln. Das ist übrigens das Wichtigste, was ihr beim Baumwollstoff machen müsst. Sobald ihr genäht habt, bügelt ihr. Kommen wir nun zum eigentlichen Topflappen. Ihr habt quasi diese 4 Schichten für den Topflappen und ihr fangt es an wie folgt zu schichten. Ihr legt eine Schicht Thermolam nach unten, legt dann eine Schicht des Baumwollstoffes drauf, legt dann wieder eine Schicht des Baumwollstoffes drauf und legt dann wieder eine Thermolam-Schicht drauf. Ich werde jetzt einmal rundherum den Topflappen feststecken. Dabei ist es ganz wichtig, dass ihr eine Wendeöffnung an einer Stelle lasst, wodurch zum Schluss der ganze Topflappen gewendet werden kann. Das wird ein bisschen fummelig, weil das ist ja ein ganz schön dicker Topflappen dann, aber das kriegen wir hin. Worauf müsst ihr achten jetzt beim Zusammenstecken? Ganz wichtig ist auch, wenn ihr euren Topflappen zusammensteckt, muss natürlich der Anhänger auch schon damit rein. Und zwar kommt er genau zwischen der ersten Schicht Thermolam und der ersten Schicht der Baumwolle. Also genau quasi dort hinein. Da steckt ihr den einmal gut rein, so dass er dann auch gut anliegt. Dann wird er festgesteckt und dann geht's los mit dem Zusammennähen. Jetzt haben wir den Topflappen einmal zusammengenäht und kontrollieren einfach an verschiedenen Stellen, ob wir auch alle 4 Schichten, hier war es zum Beispiel sehr knapp, auch erwischt haben. Ganz wichtig ist dabei, ihr schneidet jetzt zunächst einmal die Nahtzugabe komplett zurück, schneidet hier oben die Kante gerade ab, sodass, ich zeige das mal so mit dem Finger, sodass das so dann aussieht. Das hat was damit zu tun, wenn ihr das wendet, dass die Spitze schön ausgeformt ist. Und was ganz wichtig auch noch ist, hier gibt es extrem viele Rundungen. Und die Rundungen werden mehrmals eingeschnitten. Bitte darauf achten, dass ihr nicht die Nahtzugabe hier
Also die Nahtzugabe sollt ihr schon erwischen, aber ihr sollt nicht die Naht erwischen, bitte. Das dient dazu auch, wenn es gewendet wird, dass wir auch unsere Rundung dann schön ausformen können. Das mache ich jetzt einmal. Wie ihr seht, habe ich den Topflappen jetzt mit einer Zickzackschere ausgeschnitten bzw. die Nahtzugabe mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Das dient dazu, dass der Baumwollstoff hier drinnen vor allem auch nicht ausfranst. Ich mache das immer hinterher. Wenn ihr keine Zickzackschere habt, könnt ihr auch mit einer Overlockmaschine den Stoff vorher bitte aber versäubern. Da ich aber eine Zickzackschere habe, habe ich das jetzt im Nachgang gemacht. Ihr seht hier oben, die Spitze habe ich jetzt auch gerade abgeschnitten. Das habe ich euch schon erklärt, das ist wichtig, damit man dann die Spitze schön ausformen kann. Und jetzt kommt das Spannendste. Wir werden unseren Topflappen das erste Mal wenden. Zum exakten Ausformen nutze ich total gerne ein Essstäbchen. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, in dem es um Nähtricks geht. Und das ist wirklich so mein Gamechanger. Ihr seht, wie schön fein man mit einem Essstäbchen so Ränder einfach ausformen kann, damit das Blatt dann auch eine wunderschöne Form hat. Meine Spitze, da gehe ich auch nochmal ordentlich mit dem Essstäbchen dran. Und dann habe ich schon mein fertig ausgeformtes schönes Blatt. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ich hier unsere Wendeöffnung, die muss ja verschwinden. Das heißt, ich knicke das Ganze hier ein bisschen nach innen, mache das ein bisschen hübsch und stecke das dann fest. Also ich forme das natürlich noch ein bisschen schöner dann aus, sodass das nachher zu ist. Und dann schnappe ich mir mein Blatt, wenn ich das gleich noch richtig hübsch gemacht habe, und steppe einmal die gesamte Blattform einmal rundherum einmal ab. So, nochmal fürs Protokoll. Das war natürlich jetzt nicht so schlau, genau in der Rundung die Wendeöffnung zu lassen. Ich empfehle euch, für euren Topflappen auf einer geraden Strecke die Wendeöffnung zu lassen. Ich habe jetzt trotzdem das noch schön ausgeformt bekommen und jetzt steppe ich einmal diese wunderschöne Laubblattform ab. Und dass mir diese ganzen Schichten, weil es ist ja doch ein recht dicker Topflappen, nun nicht hin und her flutschen, habe ich auch das Blatt nochmal komplett rum abgesteckt, sodass auch diese Seiten nicht nochmal verrutschen und das alles schön so aufeinander bleibt, wie es soll. Also ihr könnt den Topflappen natürlich jetzt schon so lassen, wer das möchte. Oder aber wir machen das noch ein bisschen schicker und nutzen diese Blattform dazu. Ihr seht, hier sind noch diese einzelnen Striche. Die werden wir jetzt einmal auf unseren Topflappen übertragen. Ja, wer das kann, kann das natürlich frei Schnauze nähen. Aber am besten ist es natürlich, man macht sich ein bisschen zum Beispiel mit einem Trickmarker Markierung und hat dann die Chance, da ganz toll drauf lang zu nähen. Ich werde jetzt einmal das einzeichnen und dann werde ich diese Rippen von dem Blatt nähen. Und dann ist unser Topflappen auch schon fertig. So sieht jetzt das fertige Blatt aus. Auf der Rückseite muss ich ja noch die ganzen Fäden abschneiden. Aber diese Rippen sind jetzt ganz individuell. Ihr könnt die auch bis zum Rand gestalten. Ihr könnt die auch länger ziehen. Ich bin so sehr zufrieden. Und jetzt wird zum Abschluss das Blatt nur noch mal gebügelt. Und dann sind unsere Topflappen komplett fertig. Euch hat dieses Video gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen verteilt, die Seite liked, meine Seite abonniert und Veritas folgt. Und freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch das nächste Mal wiedersehe. Wenn euch allerdings so ein Blatt-Topflappen zu langweilig ist, dann gibt es natürlich noch viele mehr. Zum Beispiel so ein eichenförmiges Blatt oder noch ganz viele andere Laubblätter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.